Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video von forexhome.de. Das ist das Forex Morning Statement, der Forex-Marktausblick für den Tag. Gestern war ja einiges los, beziehungsweise in der Nacht haben wir zahlreiche Bewegungen gesehen, gerade im australisch-Dollar US-Dollar und natürlich im Kiwi-Neuseeland-Dollar US-Dollar. Schauen wir uns dann auf jeden Fall mal an, hat er unser Sell-Limit-Bereich, beziehungsweise unseren gewünschten Short-Einstiegsbereich erreicht. Gut, gucken wir mal in den Wirtschaftskalender für gestern, würde ich sagen. Und da schauen wir uns das an. Die kanadische Zentralbank, die hat den Leitzins bei 0,5% belassen. Eine große Überraschung war das jetzt nicht und dementsprechend haben auch oder hat auch der kanadische Dollar jetzt nicht irgendwie großartig nachgegeben oder hat aufgewertet. Ich hatte ja schon gesagt, dass das Öl wahrscheinlich momentan eine größere Rolle spielt für die Cut-Paare als der kanadische Dollar jetzt an sich, von den reinen Zahlen her. Der Jobs Report aus den USA, der hat auch gefruchtet, der war wirklich sehr, sehr gut ausgefallen und das hat man dann auch in den US-Dollar-Paaren gesehen, dass dort schon ordentlich Widerstand entstanden war. Und das Wichtigste gestern natürlich hier die Bekanntmachung zum Zinssatz der Landeszentralbank Neuseelands, der RBNZ, von 3% auf 2,75% herabgesenkt. Ich hatte ja gesagt, dass wir es eben nicht wissen können, ob es jetzt dabei bleibt bei 3%, das hätte wahrscheinlich eine Erholung ausgelöst, oder ob es wirklich zum weiteren Rate-Cut kommt. Dazu ist es letztendlich gekommen und der Neuseeland-Dollar US-Dollar hat schön nachgegeben. Das Setup bereits mit 4 zu 1 CHV im Plus. Ja, gucken wir uns den Wirtschaftskalender für heute an. In der Asien-Session gab es wirklich nicht viel, außer die Daten aus Australien. Das hat ein bisschen gestützt, muss man sagen. Die Arbeitsmarktdaten waren recht überzeugend. Man muss das aber relativieren. Wir haben zwar einen deutlich höheren Wert als in der Prognose vorhergesehen, aber die vorherigen Zahlen waren deutlich besser. Und deshalb hat jetzt der australische Dollar jetzt nicht so heftig performt, aber er hat auf jeden Fall schon mal ein Statement gezeigt, dass er sich wieder so ein bisschen um die 0,70 herum rantastet, beziehungsweise dort aufrappeln könnte. Und da bin ich gespannt, wie das Spiel dort ausgeht. Die chinesischen Daten um 3:30 Uhr, die waren ebenfalls gut. Verbraucherpreisindex für das Jahr und den Monat, die waren überzeugend. Besser als die Prognose, deutlich besser als das letzte Mal. Sehr, sehr schön. Wird wahrscheinlich für die Indizes ja, relativ gut sein. Erzeugerpreisindex hingegen schlecht, auch weitergefallen als die Prognose, beziehungsweise erst das letzte Mal. Aufgrund der schwierigen konjunkturellen Lage momentan in China, aber keine großartige Überraschung. Um 9 bekommen wir heute den Halifax Hauspreisindex aus Großbritannien. Das alleine schon relativ wichtige Zahlen, aber so richtig interessant wird es heute 13 Uhr. Geldpolitischer Ausschuss, das Abstimmungsverhalten zum Anstieg oder unverändert oder Herabsetzung des Leitzinses der Bank of England bzw. Großbritanniens. Zeigt gleich wie immer die quantitative Lockerung und die Bekanntmachung zum Zinssatz der Bank von England. Hier bin ich sehr, sehr gespannt, auch was das MPC-Versammlungsprotokoll zu sagen hat. Ihr wisst, ich bin ja so ein alter British-Pfund-Trader, also und liebe das und dementsprechend würde ich heute gern mal den einen oder anderen Impuls sehen. 14:30 Uhr, dann einige Daten aus den USA, Importpreise, Exportpreise, Anträge auf Arbeitslosenhilfe und der Erdöllagerbestand, nicht ganz uninteressant fürs WTI. Und nochmal Preisindex für neue Häuser aus Kanada. Das war's heute. Also einiges an wichtigen Zahlen, aber ein dennoch, ich erwarte es mir mal relativ ruhiger Tag. Gut, ab in den Charts. Wir schauen mal rein. Moment, das ist Gold. Wir wollen Euro-Ester, das lasse ich heute aus, weil das ist total sinnlos. Also was soll ich hier erzählen? Die kleine Range ist ein bisschen größer geworden. Ja, sie hat jetzt 100 Pip gemacht. Wahnsinn. Total uninteressant momentan. Da braucht man nicht unsere Zeit dafür verschwenden. Viel interessanter sieht es da im Kiwi aus. Neuseeland-Dollar, US-Dollar. Was hatte ich gesagt? Ich hatte in meiner gestrigen, An was gestern? Ja, ich glaube in meiner gestrigen Analyse noch gesagt, dass er hier sich gerade aufgerappelt hatte. Moment, das war der 9. Genau, hier oben war er gerade. Da hatte ich gesagt, ich möchte zu diesem Zeitpunkt nichts machen.
Hier, weil das alles Niemandsland ist zwischen der 064 bzw. diesem dieser Trendkanallinie, die wir hier oben sehen, und diesem letzten Unterstützungsbereich, der letztendlich wieder zum, ja, um den es hier die ganze Zeit ging, ja, ist ein bisschen rumgehüpft. Jedenfalls habe ich auch nichts gemacht, sondern ich wollte ja warten, bis der Kurs entweder wieder hier hochkommt oder hier unten sich stabilisieren kann. Und zwar im Vorfeld der Leitzinsanhebung. Ich wollte nicht mich kurz vorher erst positionieren, damit ich, falls das Ganze ausgestoppt wird, nicht irgendeine schlechte Slippage erwische, weil da habe ich überhaupt keine Lust drauf. Und ich wollte auch keinen schlechten Spread erwischen, denn wir wissen ja, kurz vor solchen Zahlen oder während solchen Bekanntmachungen sind natürlich die Spreads gedehnt und da kann es ein zusätzliches Slippage noch böse erwischen. Deshalb bereits im Vorfeld mich hier positioniert. Das hat uns sehr, sehr viel gebracht, denn die 12 Uhr H4-Kerze, die ist hier schön hochgewandert, hat letztendlich unterhalb des Trendkanals geschlossen. Das war ja quasi das Short-Zeichen, was wir sehen wollen, beziehungsweise was wir immer sehen möchten. Und dementsprechend konnte man sich dann, als der Kurs nochmal hochkam, hier positionieren. Und jetzt zoome ich nochmal ran. Also, wenn man jetzt hier manuell reingegangen wäre, das wäre wirklich der Hit gewesen. Hier oben einfach rein, Stop über den Spike. Der wäre vielleicht hier mit 9 Pip reingekommen. Ist natürlich völlig utopisch, muss man nicht riskieren, sowas. Ich habe gewartet, bis er wieder hier unter die 0,64er-Marke kommt. Und habe dementsprechend dann meinen Stop hier über diesen Spike gesetzt und ja, hatte dann trotzdem einen sehr, sehr überschaubaren Stop-Loss von ungefähr 30, 35 Pip. Und jetzt ist er runtermarschiert, hat hier schon 130 Pip geholt. Das heißt, ein CAV von 4 zu 1 ist schon längst erreicht. Wie geht's jetzt weiter? Hier hat sich wieder ein kleiner Trendkanal gebildet, den können wir mal einzeichnen. Ja, im Vorfeld, da hatten wir ja gestern schon drüber gesprochen, zumindest hatte ich ihn mir mal eingezeichnet. So, hier. Pufferzone machen wir uns noch. Da sollte man das so gut sehen können. Ja, und was ich jetzt gerne machen würde, ist ja jetzt nicht weiter passiert. Man hat ja jetzt nichts Großartiges verpasst. Wenn jetzt wieder hier hochkommt, an diese Trendkanal-Oberseite, das heißt 0,6320 ungefähr in diesen Bereich zurückkommt. Das entspricht auch, müssen wir mal gucken, bis wo das Fibonacci-Retracement gehen könnte. Ja, wenn er im Vorfeld jetzt nochmal diesen Trendkanal, die Trendkanal-Unterseite erreicht oder irgendwie in diesen Rahmen läuft, dann haben wir dort oben auch ungefähr das 61,8er-Retracement. Müssen wir jetzt nicht hier großartig rumbasteln bzw. spekulieren. Ist auf jeden Fall ein interessantes Level, auch was die Pivot Points anbelangt. Wir haben hier den Daily und den Weekly Pivot Point und dementsprechend könnte es hier durchaus nochmal zu einem Test kommen. Auch tagesintern muss nicht sein, dass er heute noch jetzt ins Bodenlose fällt. Es kann durchaus sein, dass wir hier nochmal eine kleine Gegenbewegung sehen zum Start und weil einfach vielleicht die Positionen, die gestern eröffnet wurden, einige Shorts hier geschlossen werden könnten, einfach um Gewinne zu sichern, Gewinne mitzunehmen und da könnte es nochmal hochgehen. Und deshalb habe ich hier diesen Bereich im Auge. Wir können das auch mal diesen Widerstandsbereich, jetzt muss ich ihn bloß noch erwischen. Wo ist er? Der Pivot Point hängt mir hier im Weg. Moment. So. Und dann können wir das Ganze auch mal hochsetzen, dass wir nur die Kerzenkörper haben. Und die Spikes, denen schenken wir jetzt gar nicht so eine große Beachtung. Und das sehen wir schon, wenn wir die Pivot Points jetzt wieder einblenden, dass sich jetzt hier Weekly und Daily Pivot Point befinden. Und das ist natürlich interessant und möglicherweise für uns auch in dieser Form nutzbar. Wir können auch natürlich davon sprechen, dass der Trendkanal vielleicht etwas steiler verläuft, ja, mit diesen zwei Hochs. Aber ich denke, auf kurzfristiger Basis sind diese vielen Berührungspunkte schon eine Überlegung wert, beziehungsweise einen Blick wert. Und es könnte durchaus sein, dass wir hier einen Spike sind, der knapp über diesen Trendkanal kommt. Und wenn er drunter schließt, die Kerze, wäre das einfach ein sehr, sehr schönes Orientierungslevel, um das Ganze hier weiter short zu traden. So, und was die Kursziele anbelangt, da müssen wir jetzt mal die Pivot Points nochmal rausnehmen und in den Monatschart schauen. Da haben wir gestern schon drüber gesprochen, beziehungsweise das thematisiert. Hier ist natürlich viel Luft nach unten, bis in den Bereich der 0,58, 0,57 und dementsprechend kann man hier schon noch einige 100 Pip rausziehen. Also muss jetzt keiner traurig sein, wenn er jetzt nicht ganz oben den Short bekommen hat. Für unsere laufenden Shorts ist das natürlich ein wahrer Segen, die jetzt seit dem Daily 237er EMA im Markt sind. Für die bedeutet das natürlich, und da zahlt sich die Geduld wieder aus, dass wir dann hier statt den bisherigen 1400 Pip ungefähr um die 2000 Pip wieder erreichen sollten und für ein US-Dollar-Paar ist das natürlich der absolute Hammer. Ja, dann schauen wir noch in das Gold und dann haben wir es für das Forex Morning Statement. Wir befinden uns nämlich gerade an einem sehr, sehr wichtigen Kursniveau. Wir hatten ja das Ganze geschortet,
Beziehungsweise hat man sogar hier zweimal die Möglichkeit gehabt, hier in den Short reinzugehen. Als der Kurs ja, in unseren Retest-Bereich gelangt ist, also hat er wirklich fast punktgenau getroffen. Und das zweite Mal dann hier, da hat man im Live-Chat drüber gesprochen, wenn er unter diesen kleinen Support kommt, kann man hier nochmal beim Retest rein. Das hat er jetzt auch getan. Zweimal, hier das eine Mal, da bin ich schon rein und das zweite Mal dann hier. Und hier sollte eigentlich eine dritte Position eröffnet werden, wenn er sich hier stabilisiert bzw. herabfällt. Der ist ja aber echt sehr, sehr schnell wieder drüber gekommen, hat nochmal ein Spike gesetzt, typisch Gold, muss man dazu sagen, und ist jetzt hier weiter in die Tiefe gefallen. Das heißt, bei diesen zwei Positionen ist es jetzt geblieben und das ist ja jetzt nicht grundlegend schlimm. Also die sind ja jetzt schön im Plus, das kann man ja durchaus so sagen hier mit, ja, was sind das? 60 Dollar, 61, irgend sowas in der Richtung. Und nur die eine Position, die andere jetzt auch noch mit ungefähr 40 Dollar. Also insgesamt 100 Dollar hier im Profit. Das ist auf jeden Fall sehr, sehr gut. Wie soll es jetzt weitergehen? Ja, wir sind wie gesagt an diesem sehr, sehr wichtigen Kursniveau. Auf dem Daily Chart sieht es hier aus. Ja, gut, das ist das letzte Widerstand ge gewesen. Aber wenn wir auf den Weekly Chart gehen, da zeigt sich die Brisanz dieses Bereichs. Denn wir hatten ja jetzt über Jahre, seit 2013, hatten wir diese Art Konsolidierung und hier ist er eben ausgebrochen. Das heißt, er befindet sich jetzt an dieser Unterkante und wenn er hier nicht mehr drunter kommt auf Wochenbasis, könnte es eben durchaus sein, dass das Ganze hier bloß ein Fehlausbruch war und er hier in die andere Richtung weiter performen kann, in die Long-Richtung. Ich gehe jetzt mal nicht davon aus, grundlegend, ja, zumal da natürlich auch schon wieder der nächste Widerstand bei F32 lauert, da muss man dann sowieso sehen, ja, gehe ich jetzt gleich hier großartig Long. Und ich gehe mal einfach davon aus, dass sich hier weiter durchbricht. Und unser nächstes Kursziel bei circa 10,30. Da soll es hingehen. 10,30 bzw. 10,26 entspricht dem 123,6er Fibonacci Expansion Level. Und hier natürlich das Ausbruchstief. Das muss als erstes hier geknackt werden. Das ist ganz klar. Hier durch die 11, was ist das? Nee, nee, nicht 11, sondern 10,70 ungefähr. Dort muss er durch. Und dann kann es hier weitergehen. Gut, das war's für das heutige Forex Morning Statement. Bitte dran denken, Coaching, wer im Oktober anfangen möchte, mit Coaching bitte schon im September melden, immer im Vormonat, ansonsten wird's nichts mehr. Dann wird's erst im November was und auch mal an die Trading Tour denken. Ich werde es im Text oder in der Textanalyse auf meiner Seite nochmal posten. Im Oktober und November könnt ihr mich ja sehen in Hamburg und in München. Gut, bis dahin, schönen Trading-Tag noch und tschüss.